die Nummer 3 der Schotten hinter Anderson und Peter Wright. Die beiden stehen ja schon im Achtelfinale. Er versucht das auch hinzubekommen. Wir erleben heute noch einen vierten Schotten mit John Henderson, der es mit Phil Taylor zu tun hat. Ob der dann so freundlich begrüßt wird, hau ich mal noch in die Sterne. Aber ich will auch festhalten, das ist ein unglaublich faires Publikum. Die letzten Tage überhaupt keinen Stress, egal wer gegen wen. Klasse, klasse, Ausrufezeichen. Er ist vor 3 Tagen, am 17. Juli, 48 Jahre alt geworden. Er spielt mit 26 Gramm Darts. Cool, ich habe 16,41. Robert Thornton, facebook.com/ElmarPaulke oder über den Twitter-Account @ElmarPaulke. Die Chance für Sie zu Hause, uns Fragen zu stellen, die wir hier während der Live-Berichterstattung beantworten oder einfach mal einen Kommentar loszulassen, ruhig auch sinnvoll angebrachte Kritik zu äußern. Ja, gerne. Wir sind für alles offen. Wir sind für alles offen. Es ist, wie es ist. Keegan Brown ist übrigens benannt nach dem Fußballer Kevin Keegan. Ah ja. 137. Robert Thornton hat zuletzt das European Tour Turnier von Düsseldorf gewonnen. Und das wirklich 100. In einem Gangnam-Style. Halbfinale 111er Average gegen James Wade. Finale sehr souverän gewonnen gegen Kim Heibrechts. Auch nochmal ein 106er Average gespielt. Das war schon bemerkenswert, dieser Auftritt von Robert Thornton. Sein 11. Pro-Tour-Sieg. Also es ist nicht nur dieser UK Open-Erfolg von 2012, 80. als er damals Phil Taylor im Finale überraschend schlug, sondern eher auch einer, der auch mal so ein Pro-Tour-Wochenende schon komplett für sich entschieden hat. Also gleich 2 Turniere nacheinander gewann. Also aufgepasst, wenn der seinen Lauf erlebt, dann ist er vor allem unheimlich konstant auf die Doppel-20, wenn es ans Checken geht. Und natürlich trifft er auch eine Menge Triple-20er. Ja, leider. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Mit Risa, schönes Spiel gegen ihn gehabt. Also wenn er ins Rollen kommt, ist das unwahrscheinlich schwierig, ihn zu stoppen. Aber auch Keegan Brown hat sich gut gezeigt hier. Bühnenerfahrung hat er. Jugendweltmeister, alles dabei. Und verteidigt hier seinen Anwurf. Doppel 8. Doppel 4. Ja. Er gewinnt das erste Leg. Keegan Brown. Und es war nicht nur dieser Youth World Champion Titel im letzten Jahr. Hat ja dann auch einen tollen Grand Slam auf Darts gespielt, dort das Viertelfinale erreicht, unter anderem Raymond van Barneveld bezwungen. 100. Also sich auch gegen etablierte Leute durchgesetzt. Die Konkurrenz ist sozusagen gewarnt. Brown, einer der hoffnungsvollen Talente im englischen Darts. Absolut, es gibt so ja eine Handvoll, bei denen man glaubt, dass sie vielleicht auch noch weiter in die Weltspitze ziehen können. Ist aktuell die 42 der PDC. Robert Thornton weiterhin natürlich in den Top 10 als Nummer 8 der Welt. Drittes Maximum an diesem Abend. Erste 180 von Brown. Das sind 80, das sind 140. Das läuft ganz gut. Das läuft ganz gut. Ein schönes Opener für heute Abend. Sehr, sehr gut. 92. Robert, you require 81. Bull. Na, ich würde ihn versuchen. 132 ist machbar. Oh, und wie mit dem? Den kannst du gar nicht besser werfen. Ja, der war schön. In das Herz des Boards. Und damit holt sich Thornton sein erstes Leg. Und stehen hier beide bei einem 113er Average. Hatten das gestern Nachmittag erlebt in der Partie von Ian White gegen Stephen Bunting. Als beide lange Zeit über 110 Punkte im Schnitt pro Aufnahme warfen. Und dann wissen alle, dass das Weltklasse ist. Dazu noch mit einer guten Doppelquote. 140. Na, Schotte, die Fragen, die hier ganz schnell eingehen,
beziehen sich auf den Sieger von nächstem Sonntag. Wer wird das Turnier gewinnen? Ist es wieder Phil Taylor? Das wäre ja sein 8. Sieg in Serie, sein 16. insgesamt bei diesem Turnier. Das ist die 22. Auflage erlebt. 1994 fand es zum ersten Mal statt. Ich finde, wir müssen uns heute festlegen. Also okay. Heute ist die erste Runde auch vorbei. Wir haben sie alle gesehen. Na, noch mir nicht. Noch haben wir sie nicht. Aber mir fällt es auch schwer. Also ich tue mich schwer. Na, ich weiß noch nicht, wie Chizzy drauf ist. Ja, das weiß ich ja. Du führst ja eine ewige Rangliste, das ist ja beängstigend. Da sehe ich ja gar keinen Boden. Und jeder geneigte Zuschauer, der öfter mal dabei ist, weiß auch, wenn der seiner Mutter war, wette dagegen. Dann hast du eine bessere Quote. Weil komischerweise werde ich schon angeschrieben, bitte nicht auf meinen Favoriten setzen, bitte nicht. Was sehr schön ist. Aber also eine todsichere Quote in die andere Richtung. Ja, festlegen will er sich, festlegen soll er sich. Tja. Mit Taylor geht man das geringste Risiko, dafür war ich noch nie... Tja, wen willst du nehmen? Ich würde habe ich noch nicht gesehen, ich will auf den Chizzy warten. Auf Chizzy will ich noch warten. Ja. Da überraschst du mich. Das nächste Spiel, so lange wirst du dich gedulden müssen. Hast du denn schon eine Idee? Ja, Tendenz Gary Anderson. Ich finde auch, wie er gestern das Match gewinnt, das ist so undramatisch. Das ist so ja, das ist so bieten. Ja, du musst ja nicht meiner Meinung sein. Das, aber das, lass mich diesen Tipp doch aussprechen. Ja, natürlich. Gary Anderson. Ich sag Gary, ich leg mich jetzt fest, Gary Anderson. Ich habe dich nicht genau verstanden. Ich muss auch mal eben nachfragen. Ist das vielleicht ein Schotte? Gary Anderson ist der Favorit von Elmar Paulke. Tja, dann warten wir mal Chizzy ab. Und dann sage ich auch was. Liegt nicht daran, dass ich mir das Gary Anderson Paket Starter Set in unserem Sport 1 Shop bestellt habe? Nein, das daran liegt es nicht. Natürlich ist Anderson immer mit zu nennen. Mit den, schwierig ist es schlicht und einfach, weil dieser First-Two-Geschichte ohne Sets und alles. Du musst meinen Tipp mir nicht erklären. Ich erkläre das den anderen zu Hause, weil die sich gerade am Kopf kratzen. Wieso macht der Elmar Paulke überhaupt kein Risiko mehr? Nimmt nur noch die sicheren Schüsse hier. Ach, was ist hier los? Ja, nun, im Finale wird er sich wahrscheinlich wiederfinden, der Gary Anderson. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber ich denke mal, Phil hat auch vorhin noch erklärt, er ist eigentlich relaxed, ist gut drauf, ist in guter Verfassung. Also, er liebt diese Bühne hier. Also dann würde ich mal sagen, werde ich wohl mein Geld auf Phil Taylor setzen, dass diese Serie noch nicht reißt. Ja. Und dem Täter auch ein Major-Sieg wirklich gut. Ja, jetzt gerade mal wieder, ja, sehr gut, genau. Also. Ich hau dann meine Moneten auf Taylor. 60. Okay. Also englisch-schottisches Duell. Ja, und Keaton Brown, der macht das bislang so, wie man das auch von ihm kennt. Der zeigt eigentlich wenig Emotion. Nur dann, wenn es ganz wichtig wird, dann packt er die Faust mal aus. 134. Soll irgendwie auch so eine Stimmung verbreiten, als sei das, was er da spielt, so ziemlich normal. 107er Average immer noch, auch nach 4 Legs. Und dazu eine Doppelquote von 60%. Thornton hat noch keinen am Doppel vorbeigeworfen, aber er kam halt auch noch nicht allzu oft ran. Dafür sind die Scores von Brown 60. zu gut. Rest. 147. Super vorbereitet, auch auf die Gegenwehr von Thornton. Toll in dieses Turnier gestartet da. Der Keegan Brown macht hier eine klasse erste Rutsche. Wir sind ja im letzten Leg vor dem Break. Also nach 5 Legs gibt es ja immer einen Break. Bis jetzt fehlerfrei. Und Robert geht los mit seinen Emotionen und ist nicht zufrieden. Nachvollziehbar. Ja, gerade mal 31 Pünktchen geworfen und das in dieser Situation. Er will dieses 2-3 natürlich unbedingt hinbekommen. Er will das Break schaffen, vielleicht ja jetzt. 88 Rest. Ja. 73. Wieder in die Triple 5. 70 über. Das wird er sich wohl nicht nehmen lassen. Guter Marker. Und
drei. Der Treffer. 4-1 Führung für Keegan Brown, den 22-Jährigen, hier im Match gegen Robert Thornton. Wir sind gleich zurück. Wenn Gary Anderson die zweite Runde übersteht, ja, und dann ist es, egal, dann ist es egal, was passiert, dann wird 60. Phil Taylor auf Weltranglistenplatz Nummer 3 abrutschen, von 2 auf 3. Denn der kann sich ja nicht verbessern, weil er halt die letzten beiden Jahre hier gewonnen hat. Das heißt, das Preisgeld 60. von vor 2 Jahren fällt raus und es kommt das von 2015 hinzu. Also gewinnt das, dann bleibt das, bleibt er bei 583.000 Pfund. Und Anderson, der vor 2 Jahren in der zweiten Runde verlor, hat die Möglichkeit, sich also zu verbessern. Und dann würde er an Taylor vorbeiziehen. Und das hat es lange nicht gegeben. Das Taylor stimmt. Nicht unter den Top 2. Das stimmt. Und dann ist der Weg aber auch nicht mehr weit zur 1. Dann sind es nur noch 400.000. Naja, wenn er doch jetzt sein drittes macht, dann hat er 3 Major hintereinander. Er soll ihn aufhalten. Ach ja, Phil Taylor, Halbfinale. Punkte, 102 Rest, 161. Ne, das ist die Triple 5. Das sind 146 Rest, 141 Rest. Da passt kein Haar dazwischen, nur so knallen die an den Draht. 39. Natürlich frustig, weil gerade jetzt, wo du so einen schönen Wurf, einen hohen Wurf brauchst, da gehen die auf Reise. Doppel 18 und erwischt. Klasse. Das höchste Finish bislang in diesem Match, diese 102 von Keegan Brown. Und damit macht er nicht nur das 6-4 eben, sondern jetzt auch das 7-4. Ist 3 Lecks entfernt vom Achtelfinale bei seinem allerersten Auftritt hier im Empress Ballroom des Winter Gardens von Blackpool. Ja, und Robert Thornton 3 Lecks entfernt von einem anderen Debakel, erst Runden aus im World Match. Ich glaube, dann lehnt er das nächstes Jahr auch ab. Kommt nicht mehr her, da kann das mit. Es gibt ja immerhin 6.000 Pfund für diejenigen, die in der ersten Runde ausscheiden. Ja, das sollte für 2-3 Tage Blackpool-Urlaub vielleicht reichen. 99. Aber erstaunlich, dass ein Spieler aus den Top 10 tatsächlich bei einem Major-Turnier noch nie ein Match gewinnen konnte. Irre. Und er ist nicht erst seit gestern in den Top 10, er ist schon seit 43. Ein paar Jahren derart weit oben in der Rangliste. Aber er hat auch noch nichts verloren. 145.102 gerade gecheckt. Mann, Mann, Mann. Thornton in höchsten Schwierigkeiten, ja. Und jetzt muss er mal einen auspacken. Jetzt muss er mal eine kleine Serie hinlegen, ja. Sieht nicht danach aus, dass Keegan Brown nachlässt. Oder sieht das wirklich so aus? Eieiei, da kommt doch die perfekter Start schöne für Keegan Nummer 9. 140. Keegan Brown hat noch keinen neuen Data vor Fernsehkameras geworfen. Robert Thornton hat das ja geschafft beim World Grand Prix im letzten Jahr, als er und Wade jeweils in ein und demselben Match einen neuen Data warfen. Das bei Double In, Double Out. 41. Das erste Match überhaupt in der Geschichte, dass beide Spieler das perfekte Spiel gezeigt haben. Was ja noch fehlt, sind diese zwei perfekten nacheinander. 43. Zwei in einem Match hat Taylor geschafft. Premier League Finale 2010. Und Taylor hat auch hier so viel geschafft. Hier auch schon 2 neuen Data auf dieser Bühne geworfen.
Ja, und am nächsten war, glaube ich, Michael van Gerwen dran mit 17 ja. hintereinander. 100. 17 perfekte, 2-9 hintereinander und dann ging der letzte knapp drüber. So, Thornton macht nochmal Angst, macht nochmal Alarm hier, 80 über, 87 für Brown, zwei Darts auf Doppel 18 und kein Problem. Es fehlt nicht mehr viel für Keegan Brown. 8-5. Aber Thornton will das hier noch nicht aufgeben. Guter Beginn in das nächste Leg. 81. Warum lecken sich eigentlich manche Spieler die Finger kurz, bevor sie die Darts werfen? Das finde ich ja noch irgendwie okay. Stephen Bunting lutscht sich die Spitzen einfach ab, immer wieder. Ja, ich weiß nicht genau, sie was sind das für ihm wohl zu schmutzig oder warum er das macht. Ich weiß es nicht. Es ist halt so eine Marotte und das ist auch immer dasselbe. Siehst du bei Andy Hamilton heute Abend, der steckt sich fast die ganze Faust in den Hals. Das sind einfach die Marotten, diese kleinen Ticks, die die Leute haben. Da macht nicht wirklich viel Sinn. Ein André Welges hält sich jedes Mal drei Finger vor den Mund und wischt sich dann an die Hose ab und wirft dann erst seinen ersten Dart. Also das sind halt so kleine Ticks. Plättchen. Wachsplättchen oder Talg oder was auch immer macht es, dass du einen besseren Grip auf den Dart bekommst und ihn 92. festhalten kannst, auch wenn du schwitzt. Ich weiß nicht, was das Befeuchten für einen Sinn hat. Ich mache es nicht, also kann ich es auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehen oder erklären. 100. Robert, you require 72. Aber Spitzenknabbern ist wirklich neu, das stimmt. Tops. Steht ihm im Weg. 85. Jetzt könnte Brown den entscheidenden Schritt gehen. Wenn er diese 85 Punkte checkt, das ist 21. 64 Rest. Bullseye. 60. Robert, you required 20. Das war der Versuch, wieder über die Triple 19 zu gehen. Bei 85 Punkten. Hui, ja, das war ein Weg, ja. 6-8. Thornton braucht einen Break. Er braucht ganz dringend einen Break. Er hat nicht mehr viele Chancen. 41. Wieder ein sehr schlechter Start eigentlich von Keegan Brown. Kann Thornton da diesmal was mit anfangen? 100. Ja, der WM-Ticket-Verkauf hat ja heute für alle begonnen. Genau. Bislang durften nur diejenigen einkaufen, die ein BDC-TV-Abo haben, also dieses Livestreams. Und da gehen schon eine Menge Tickets weg. Wir bekommen hier viele Nachrichten, dass sie uns schreiben und sagen, wir sind dabei im Alexandra Palace. Ab dem 17. Dezember findet die 100. WM 2016 in diesem Jahr statt. Und da auch übrigens die Möglichkeit, das wird auch organisiert von der PDC Europe, wenn man so ein Komplettpaket haben möchte mit Hotel, mit Meet and Greet, all das ist möglich, Eintrittskarte mit dabei. Der schaut einfach mal auf die Homepage der PDC Europe.tv. Das gilt natürlich auch, und das wissen Sie, wenn man Tickets für die European Tour sich holen will, für die Veranstaltungen auf deutschem Boden. Zwei sind es noch in Deutschland mit Mülheim und Sindelfingen. Und auch in Innsbruck wird zum ersten Mal gespielt. Es bleibt also auch 2015 dabei. Ein Turnier gibt es in Österreich. Und es wird die Fans von Mensur Suljovic freuen, von Robbie John Rodriguez. Es passiert ja einiges auf dem österreichischen Markt. Ich bin mir sicher, dass man das auch am Interesse an diesem Event erkennen wird seitens der Zuschauer. So, zurück zu dieser Partie. 180, 160 Rest. Keegan Brown mit diesen 85 Punkten und wahrscheinlich wird er wieder nicht dieser angezeigten Weg gehen, Triple 15, Doppel 20, sondern über die Triple 19. 86 Rest, 50 Rest, Bullseye steckt. Und das war ein wichtiges Ding. Ein Leg ist Keegan Brown davon entfernt, hier Robert Thornton zu bezwingen. Und er ist die 10 der Setzliste. Unfassbar, wie sich diese Negativserie hier durchzieht für Robert Thornton. Also,
Unfassbar muss es sich für ihn anfühlen. Unter den ersten 10 in der Welt und auf diesem Turnier nicht ein Spiel zu gewinnen. Hammer. Aber noch ist er nicht durch. Noch sind wir hier nicht durch. Also Good Vibrations fühlen sich auf jeden Fall anders an. Ja, das auf jeden Fall. Bad Vibrations würde ich eher sagen. 320. Für Keegan Brown natürlich auch noch kein Muss, dass er hier jetzt mit einem Break das Match beendet. Aber er guckt nochmal. 126. Das ist die Triple 3. 117, 98. 78 Rest. Zu viele Fehler in den Finish-Bereichen da von Thornton. Wird jedes Mal erwischt von Keegan Brown. Auch hier jetzt wieder. Die 170 hat er gewollt für 16 Rest, aber schraubt sich an ihm vorbei. Robert weiß genau, jetzt oder Licht aus. 20 für die Doppel 20. Ein einziger Dart aufs Doppel. Ja, ja. Der passt. 7-9. Okay. Und jetzt muss das Break kommen. Jetzt muss das Break kommen. Ansonsten scheidet Robert Thornton hier zum 6. Mal in Folge aus. Do or die. Auf geht's. Wieder ein etwas verhaltenerer Start von Keegan Brown. Die Starts gelingen ihm nicht, aber den Endspurt, den hat er wunderbar auf der Pfanne, ja. Und nur 60 von Robert. Und Thornton nutzt das nicht aus. Nee. 58. 115. Und dieser erste Dart wirklich weit entfernt 85. von seinem Ziel, von der Triple 20. Brown wirkt selbstbewusst, ja, cool, konstant. 227 Rest, 57 Punkte noch bis zum Finish-Bereich. Und immer wieder dieser erste Dart, der dann nicht das Ziel findet, der ihm das Leben so schwer macht. Das ist stark von ihm. Jetzt auch nochmal eine 140 hier hinzulegen. Damit hat er einen 2-Dart-Finish. 63, 123, die Triple 1 tat weh, 87, 87 Rest. Die hat er schon zweimal gecheckt in dieser Partie, aber diesmal trifft er 17 einfach, glaube ich. Bull fürs Match. Hat er eben schon erwischt und jetzt wieder ein weiteres Mal. Stark auf Bull. Er beendet das Match über das Bullseye und damit geht der nächste gesetzte Spieler hier in Runde 1 aus dem Turnier. Für Robert Thornton geht einfach mal gar nichts beim World Match Play. Gibt's überhaupt nicht. Vielleicht sollte Thornton, auch wenn er hier in Blackpool einfach den Darts Master. Ja.